Schon wieder gespawnt, Herr Großer. Ach, fuck. Ich muss mal gucken, wie, was ich da, ob man da was machen kann. Ich hätte echt gedacht, wenn ich jetzt da eine Dings hinbaue, also Fackeln hinbaue, ist gut. Das juckt überhaupt nicht. Schleim babbelt. Ich bin froh, dass die so langsam sind, aber ist trotzdem sehr ärgerlich. Ah. Ich werde googeln, was man gegen euch machen kann. Oh, süß eigentlich. Oh, ganz viele kleine. Na los. Und tschüss. Du auch. Oh Gott, seid ihr langsam. Ich überlege gerade, Wölfe wären cool jetzt. Ich denke mal, wenn man davon 3, 4 Stück hat, die kümmern sich darum. Ich glaube, da braucht man nichts mehr machen. Aber die habe ich nun mal nicht. Was kann man gegen euch per Dinger da machen? Oh. Hier hinten spawnen sie bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wenn ich es größer baue, dass ich da irgendwo einen Punkt treffe, wo die halt ausspawnen. Ich wollte es ja gigantisch hier und man. Oh Gott. Ich wollte es ja wirklich, wirklich gigantisch hier unten machen, der Ganze. Es bringt leider gar nichts, wenn die hier wirklich spawnen. Das bringt nichts. Shit, ey. Also falls ihr wisst, wie man die vielleicht wegmachen kann. Also ohne Mods oder sowas, sondern einfach nur, keine Ahnung, irgendwie. Mit Lava, mit Wasser, keine Ahnung, irgendwie halt nicht, dass sie nicht mehr spawnen irgendwie machen kann. Es bauen auch bestimmt so viele auf dieser Ebene, auf so einer Ebene, auch ihr Haus oder nicht? Mann. Nein. Da habe ich nur 3. Okay. Ich habe noch sehr, 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 sehr viel Erde. Jetzt müsste ich. Jetzt wäre es interessant zu wissen, spawnen jetzt hier auch schon. Ich brauche Gott sei Dank. Naja, Gott sei Dank. Ich brauche ja nicht so weit weggehen. Okay, nee. Wenn das nur hier ist, dann werde ich die Spawn-Areas versuchen mal herauszufinden und die umzäunen. Und die werde ich immer und immer kleiner umzäunen, bis die halt da drin sind. Das wäre doch auch cool. Habe ich einen Schleimzoo? Git.
Ich habe Angst, dass die irgendwann doch näher kommen und ich merke das mal nicht. Die wobbeln mich hier runter. Oh, ich bin schon am Rand. Okay, ist auch gut, dass jetzt mal gerade Nacht wird, weil das können wir mal gucken, wo hier gegebenenfalls irgendwelche Viecher spawnen. Mist. Noch ein bisschen. Ich baue mich mal hier kurz rüber. Weiß nicht, wie hoch jetzt die Chance ist, dass auf so einem dünnen Pfad, sag ich mal, auch irgendwelche Viecher spawnen. Jetzt gucke ich gerade nach unten rechts, genau, ob da irgendwo irgendwann mal was steht. Wie Zombie klappert, Kinder, ah, Quatsch, Skelett klappert oder weiß ich was. Muss ich ganz schnell nach oben gucken. Es war grad. Achso, hier muss ich auch mal gucken, ne? Okay, aber sieht ganz gut aus eigentlich. Ach, drei waren es so noch. Aha, dann lasse ich es sein. Aber ich kann ja hier ein bisschen weiterbauen tatsächlich. Krass viel Erde habe ich jetzt nicht mehr. Meine, ja, es ist immer noch unheimlich viel. Also an sich. Aber wenn man so einen Wald bauen möchte. Ah. Es ist dann doch nicht mehr so viel. Gut, ich kann da hingehen. Mit einem Kick ist sie weg. Und sie trifft mich zuerst und ich bin mit einem Kick weg. Ist das so? Ja, nö, ist so. Ja. Du bist eine Starke sogar gewesen. Das war nicht einfach nur. So 0,15 Spinnending. Das war auch nicht das Blaue, also nicht das extrem Kranke. Also glaube ich, dass die Blauen wirklich. Das war ja diese Graue. Die Ältere. Und ne? Ich war auf ihren Rasen. Also, jetzt grad. Ha! Ja. Okay. Ihr dürft hier gar nicht hin. Ach, leck mich doch in die Hosentasche drin. Tschüss. Ich brauche Fackeln. Und Zäune theoretisch. Oh, wenn ich Zäune mitnehme. Ich packe mir mal Zäune auch ins Inventar und stelle mich dann hier an die Leiter. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich dann noch weiß, wofür die Zäune waren. Dann später. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt morgen wieder spiele oder so. Oh, und? Jawohl! Krank. Okay, das ist viel. Das ist echt viel. Cool. Wobbel. Ich nenne es jetzt einfach so. Scheißegal. Okay. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Okay. Ich überlege gerade, wie viel.
Zäune bräuchten wir denn ungefähr? Ja, erstmal einige, sag ich mal. 15. Ich mach Leitern hier gerade. Fuck! Nein! Ich habe mich gerade schon gewundert, das war doch nicht nur. Oh, fuck. Ah. Scheiße. Ich habe, ja, egal. Ich hab mich schon gewundert, das passt doch irgendwie nicht. Und ja, dann ist eh schon zu spät gewesen. Och, ärgerlich. Aber okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ob können die da drüber springen? Oh, das sieht schon gigantisch aus, ne? Was? Ach, drauf geschissen. Gut, keine Ahnung. Ich will einfach nur sagen, tschüss. Ui, ich habe schon ein bisschen aufgenommen gerade, verdammt. Mist. Also, nochmal von vorne. Willkommen zurück erstmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieselbe Folge ist oder eine nächste Folge schon ist. Es wird schon Tag, verdammt. Ich habe hier 2 Minuten 40 gerade geredet. Okay. Und zwar habe ich mir gerade die Nordkap-Doku von dem Felix BA angeguckt, oder Felix Bar. Und zwar sind die da mit dem Skoda Enyaq, ich kann es ja aussprechen, Enyaq, weiß ich nicht. Also mit dem Skoda Elektro und mit dem halt Tesla Y. Wollten sie hochfahren? Beziehungsweise sind sie hochgefahren? Ich will hier nichts spoilern, deswegen sage ich beides. Vielleicht haben sie es ja auch nicht geschafft. Guckt es euch an, ist hammergeil, ist wirklich hammergeil. Obwohl, wenn das Video rauskommt, denke ich mal, haben da schon sehr viele geguckt. Wenn nicht, wirklich, gibt einfach Felix BA ein. Ich weiß leider nicht genau, wie die Serie oder diese Dokumentation heißt. Genau. Habe ich jetzt natürlich nicht mehr auf dem zweiten Bildschirm auf, weil ich es vorhin schon gesagt habe. Ja. Und Hammer. Aber, ganz großes Aber, die haben da sehr, sehr, sehr viele Tests gemacht. Ich gehe da jetzt so nicht drauf an, welche Tests. Ansonsten müsstet ihr jetzt vorspulen. Spult mal vor, falls ihr das nicht hören wollt. Und zwar haben sie, jetzt geht's los, ne, mit dem Spoiler vielleicht, ein Drag Race gemacht. Und zwar mit dem, also Tesla gegen Skoda. 500 PS gegen 200 PS. Allrad gegen Heckantrieb. Skoda Heckantrieb 200 PS. Also rund, keine Ahnung, 207 oder was das war, Wayne. Und dem Tesla Y mit 500 plus PS, keine Ahnung, 530 oder was das war. Auch egal. Über das Doppelte an PS. Und zwar mit Allrad. Die haben ein Drag Race gemacht. Das macht das auf Schnee. Das macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn. Aber dass der Skoda dann nur, ich glaube, 4, 3, 4, 5 Sekunden schneller, langsamer war. Hammer. Habe ich gefeiert. Ich bin kein Fan von Elektroautos, von SUVs, von Elektroautos an sich, ja, aber die Reichweite ist halt dennoch. Und dass die da jetzt viel auch an Tesla, am Skoda so bemängelt haben, die haben ja wirklich, alter Schwede. Alter Schwede, das ist krass. Also, wenn die den Skoda da irgendwie bekommen haben für die Dokumentation, vielleicht auch noch gratis oder so, ich glaube, die bekommen das nie. Ich glaube, die bekommen das wirklich nie wieder. Weil das war ja unglaublich. Die haben ja eigentlich wirklich fast wortwörtlich gesagt, Skoda scheiße, Punkt. Oder halt dieser Enyaq. Enyaq, keine Ahnung. Ist scheiße. Also eigentlich in meinen Augen schon fast haben sie es genau so gesagt. Und ich finde es echt unglaublich schade und wirklich unglaublich unprofessionell. Aber ja, okay, gut. Jeder hat seine Meinung. Es ist beides SUVs, beides für in meinen Augen halt. Es sind halt SUVs, das ist halt einfach nix, Punkt, in meinen Augen. Aber dass die das Fahrzeug so dermaßen schlecht gemacht haben, also das. Weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen. Keine Ahnung. Ich meine, er ist Tesla-Fan, soll er sein. Warum auch nicht? Aber nee, macht man nicht.
macht man einfach nicht, wie die es gemacht haben, wie er es gemacht hat. Und die haben nicht mal Schneeketten drauf gemacht. Die haben doch nicht mal Schneeketten drauf gemacht auf den Heckantrieb. Auf ein Allrad. Okay, ja, klar, da keine Schneeketten drauf zu machen. Pff, klar. Verstehe ich. Braucht man nicht. Okay, jetzt habe ich gesehen, wo sie spawnen. Hier vorne. Aber ich finde es krass, wie sich dann doch der Skoda geschlagen hat, noch zum Ende hin. Fand ich. Nicht zum Ende hin, aber im Allgemeinen. Fand ich schon stark. Und nein, hätte ich nicht mitgerechnet. Ah, fuck. Oh nee, na gut, egal. Ja, also wie gesagt, guckt euch die Doku an. Wenn ihr, ich sage mal einfach Skoda-Fan seid, werdet ihr es hassen. Nicht nur nicht mögen, sondern wirklich hassen. Da würdet ihr euch so denken, ey, macht einfach was anderes, wenn ihr Skoda oder was weiß ich nicht mögt. Aber ich fand es schon ziemlich krass. Wie die da das runtergemacht haben. Und die Vergleiche, also das weiß ich nicht. Also, hart, sehr hart, sinnlos. Aber gut, musst du selber wissen. Ich denke mal auch, dass die da ganz schön bei vielen oder bei manchen, gut, klar, ich denke mal, da gucken die meisten Apple-User und Tesla-Fans, sag ich mal, dazu, weil er sagt nie was Negatives. Also ich habe, glaube ich, noch nie was Negatives gehört über Tesla und Apple. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht. Wenn ihr ehrliche Meinung hören wollt, dann müsst ihr den Bengula, glaube ich, elektrisiert. Den müsst ihr euch dann angucken. Der macht so krass, der macht das so geil. Er sagt, was ihm nicht passt, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas scheiße ist. Er sagt es. Ich glaube nicht, dass der Felix sich das zumuten würde. Vielleicht auch wirklich Marketingstrategie, technisch oder was weiß ich. Und vielleicht sagt dann irgendwann Tesla oder Apple so, ja, nee, okay, darauf können wir verzichten, auf schlechte Werbung. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich fand's mega schade, wie das da abgelaufen ist. Das war, fand ich persönlich, auch nicht unbedingt ehrlich, würde ich sagen. Ich hab echt das krasse Gefühl, die haben das wirklich so dermaßen hochgespielt, weil, weiß ich nicht. Gut, klar hat ein Heckantrieb viel mehr Schwierigkeiten. Immer auf Nässe, auf Feuchtigkeit. Und ein Allrad halt nicht. Das ist scheißegal, wie viel PS man hat. Egal, jetzt nicht unbedingt, aber schon egaler, was für ein Fahrwerk man hat. Aber oh, schwierig, echt schwierig. Ich finde es mega schade, wie das da bei denen, ich sag mal, abgelaufen ist. Ich finde es echt schade. Okay. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Guckt euch bitte vorher natürlich auch die Doku an. Nicht, dass ihr jetzt einfach schreibt, ja, nee, Tesla ist besser, Punkt. Gar nicht geguckt oder so. Aber ja, okay, meine Meinung. Und ja, okay, dann würde ich jetzt hier die Folge beenden. Ich muss nämlich, die möchte ich jetzt in einer machen, dass ich jetzt in der nächsten Folge gegebenenfalls, oh, das sieht ja cool aus. Dass ich in der nächsten Folge nicht gegebenenfalls auch Spoiler von dieser Doku. Also wie gesagt nochmal, guckt euch die an. Die ist wirklich, wirklich geil. Ist wirklich trotzdem richtig geil. Und ob sie es hochgeschafft haben oder nicht, findet ihr halt in diesem Video. Aber ich finde es halt mega, mega, mega schade, wie die halt
Tesla da gesagt hat, boah, das beste Auto der Welt, und zu Skoda so, ja, nee, kann weg. Ja, eigentlich, das war jetzt schon so gut wie alles gesagt. Und ja, wie gesagt, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich glaube, das mit der Zeit funktioniert hier nicht. Gut. Jetzt kann ich hier endlich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mich gibt da noch um und schreibt die Kommentare, ob euch das Video und das Thema, vor allem das Thema, gefallen hat. Beziehungsweise diskutiert mal darüber bitte in den Kommentaren. Es würde mich wirklich hart interessieren, was ihr darüber denkt. Und wenn das jetzt 480p ist, dann raste ich aus. Tschüss.